Die Nachkriegszeit hatte ja auch einen besonderen, für mich war das etwas Besonderes, sicherlich werden mir das viele bestätigen, mit denen ich darüber heute reden würde. Die ganze Sozialisation, die wir später hatten, kultureller Art, war geprägt eigentlich durch Amerika, kann ich mich ganz genau erinnern, weil wir hatten die Amerikaner in Berlin, drei Barracks hatten wir. Wir hatten praktisch die Luftwaffe bei uns, wir hatten die, die sich für das ganze Equipment verantwortlich fühlten, und dann hatten wir so die ganz einfachen GIs bei uns. Ne? Und da gab es natürlich auch AFN, wir hatten einen amerikanischen Sender. Und wenn dann die Sendung Frolicking Five kam, ja, da war die Straße leer gefegt. Alle saßen von den kleinen Radioempfängern, Fernsehen gab es nicht. Ja? Und Bill Haley, Little Richard und Elvis Presley, das war eigentlich unsere Musik. Ja. Und dann die Filme, die wir damals auch gesehen haben. Ja. Saat der Gewalt, kann ich mich noch erinnern. Wenn man heute also über Schulgewalt redet, in Amerika gab es das anscheinend schon. Das wurde in diesem Film Saat der Gewalt gezeigt. Das war eine große Rolle damals für Glenn Ford und die erste große Rolle für Sidney Poitier, kann ich mich erinnern. Und da ging es eben auch darum, ja, dass eine Lehrerin fast vergewaltigt worden ist, dass der Lehrer angegriffen worden ist, dass die Frau des Lehrers, die gerade schwanger war, mit Anrufen, mit bösen Anrufen, da so stalkermäßig behelligt worden ist und so weiter. Dann, denn sie wissen nicht, was sie tun, James Dean, oh Gott, ich kann mich erinnern, diesen Film habe ich, glaube ich, 7-mal gesehen. Und ab 14 durfte man rein. Ich war damals 13 und man musste irgendwie ein Zertifikat vorzeigen, dass man eben 14 ist. Ich hatte meinen Sportausweis. Da bin ich natürlich mit der Rasierklinge rangegangen und habe mein Datum etwas geschönt nach oben und immer so kurz vorgehalten und dann rein. Ja. Und da der Anhang sowieso so groß war, die konnten immer nur einen kurzen Blick drauf werfen und dann habe ich das 7-mal gesehen. Ja. Und es war auch eigentlich eine Schülergeschichte, ja, wo James Dean eigentlich für einen Schüler schon viel zu alt war. Aber darum ging es damals ja auch und es zeigte auch eine Gewalt auch an. Und wir selbst, ich weiß noch, ich komme aus Pankow, Hackistraße gegen Dammbruchstraße. Also wir hatten unsere kleinen Straßenschlachten ausgeführt dort. Ja. Und natürlich gingen die nicht so riesig blutig aus und wir sind nicht mit Messern aufeinander losgegangen, aber nette kleine Keilereien und wenn jemand ein Fahrrad hatte, wurde da auch schon mal ein bisschen dran manipuliert, denn es war was Besonderes, ein Fahrrad zu haben. Ja. Also das schon, oder wurde mal eine Scheibe eingeschmissen und sowas, aber natürlich nicht so härtere Geschichten. Mhm. Ja. Und Mode, tja, was haben die Jungs getragen? Hawaii-Hemden haben sie getragen. Dann haben sie so dicke, also Schuhe mit so dicken Sohlen, in Budapest haben wir die immer genannt. Ja. Und Jeans, das gab es da damals auch schon, die Strauss-Jeans. Und dann trennte sich auch schon die sogenannte Arbeiterjugend, die dann versuchte, eine Motorradgang aufzuziehen, ja, mit der sogenannten intellektuellen Jugend. Die hatte dann die Nickelbrille, kurze Haare, geschorene Haare, so wie sie heute rumlaufen, bloß hatten sie alle irgendwie eine Nickelbrille, ja, ob sie die brauchten oder nicht, das war nicht entscheidend, aber das gehörte zum Outfit. Und dann gab es diese PX-Läden, wo die Amerikaner eben auch ihre gebrauchten Sachen verkauft haben, wo natürlich auch alle Jungs dort ihre Jeans gekauft haben, nicht irgendwo immer nachgemachte oder so. Nein, das mussten diese Jeans sein und die waren dann damals auch schon abgewetzt. Ja. Und dann diese Kutten, diese Ami-Kutten haben wir sie genannt, das waren die Kutten, die die Soldaten im Koreakrieg getragen haben. Und das Schärfste war, wenn die noch Einschüsse hatten. Ja. Das war dann das Größte. Also man ist da ziemlich unreflektiert mit der politischen Situation umgegangen, denn alles, was aus Amerika kam, wurde geheiligt, könnte man fast sagen. Ja. Denn das war der große freiheitliche Bruder, der uns vom Faschismus befreit hat und deswegen ahmte man das natürlich auch nach. Das kippte natürlich dann in den 68er, aber Anfang der 50er Jahre gab es da überhaupt keine Form der Kritik und Korea war nicht gerade ein unblutiger Krieg. Ne? Aber
Wir sind damit groß geworden und mit dieser Musik, mit Rock'n'Roll. Ich weiß noch, wie ich meiner Schwester immer den Petticoat geklaut habe, wenn ich mal irgendwo hingehen wollte. Weil Petticoats waren natürlich das Größte. Ja. Und wenn unterm Rock, sie hatte leider nur einen einfachen und deswegen stand der Rock nicht so wunderbar ab. Ja, sondern, aber mir reichte es und sie war mal höchst sauer, wenn sie festgestellt hat, dass ich wieder mal mit dem Petticoat unterwegs war. Und das war natürlich Rock'n'Roll mit dem ganze Tanzflächen, das waren Riesentanzflächen meistens. Ja. Und die tollsten Paare waren natürlich, wenn der Junge sie so auf die Hüfte nehmen konnte und auf die andere Hüfte und dann nochmal rumschmeißen konnte. Ja. Das waren natürlich die größten Tänzer und alle standen dann drumherum und haben das bewundert. Man sieht das ja öfter mal in alten Filmen. Ne. Und Jazz, klar, Jazzkonzerte damals in Berlin. Das war so meine Domäne dann später, nach Bill Haley und Elvis Presley und nach dieser ganzen Rock'n'Roll-Geschichte. Wenn dann Ella Fitzgerald nach Berlin kam, oder Dizzy Gillespie oder die großen Orchester, Count Basie, Duke Ellington, die kam damals in den Sportpalast nach Berlin, den gab es ja da noch. Das war rammelvoll. Jazz war wirklich ein kultureller Event gewesen. Und wenn dann diese Stars anschließend dann noch in die Clubs gegangen sind und dort Sessions gemacht haben, ja, nicht so wie sie heute dann sofort in ihre Autos und verschwinden in ihre dicken Hotels, nein, sie haben dann dort noch weiter mit anderen Musikern, eben auch mit deutschen oder Berliner Jazzmusikern, haben sie dort Sessions weiterhin gemacht. Ja. Und das war das Größte überhaupt, ja. Diesem verräucherten Leben, ja, wir waren natürlich alle schwarz angezogen. Ich bin immer noch schwarz angezogen. Und die ganze existenzialistische Richtung, nicht, die dann aus Frankreich kam, ja, mit Juliette Gréco, die dann mit Miles Davis zusammen ihre Beziehung hatte, das schwappte natürlich auch dann in unsere Szene. Und das gehörte dann dazu, dass man sich eben schwarz kleidete und möglichst auch dann schwarze Haare hatte und so weiter. Also jede Jugendrichtung oder Jugendgruppierung, Peer Group, könnte man sagen, hatte natürlich auch ihr Outfit gehabt, klar.